Hey Leute, ich bin Lukas und herzlich willkommen zu meinem neuen Brawl Stars Video. Und Leute, heute gibt es mal ein Video und zwar 15 Dinge, die jeder in Brawl Stars liebt. Leute, wir haben richtig, richtig krasse Sachen dabei. Ich habe mir auf jeden Fall einige Dinge hier aufgeschrieben, die ich am meisten in Brawl Stars liebe und die ich am gernsten mache. Wow, dieses Deutsch mal wieder super toll, die ich am liebsten in Brawl Stars mache. Da sind auf jeden Fall richtig witzige Sachen mit dabei, Freunde. Lasst auf jeden Fall jetzt schon mal ein Like da. Schreibt mir auf jeden Fall mal in die Kommentare, ob ihr mir dazu stimmt, Freunde. Und ganz, ganz wichtige Info nochmal. Und zwar ist eben das Hashtag der Nita Neujahrespaket vor kurzem rausgekommen, Freunde. Ihr könnt jetzt noch, weil das Neujahrespaket mit den M&Ms und dem Kalender bereits ausverkauft ist, trotzdem noch den Hoodie plus Autogrammkarte erwerben auf dermerch.de, Freunde. Ich habe den auch gerade an, den Hoodie. Ihr seht das jetzt ein bisschen durchsichtig wegen dem Greenscreen. Aber es ist richtig, richtig nice geworden, Freunde. Und die Autogrammkarte sieht auch richtig krass aus. Das Ganze eben für einen geringeren Preis als das Neujahrespaket. Gönnt es euch also jetzt auf dermerch.de, Freunde, solange es noch verfügbar ist. Denn das ist auch auf 1000 Stück eben begrenzt. Und ich würde sagen, wir fangen auf jeden Fall mal mit dem Video an, Freunde. Welche Dinge liebt jeder in Brawl Stars? Und wir haben auf dem ersten Punkt eine Sache, da wo mir, glaube ich, jeder zustimmt, Freunde. Und zwar hat das mit dem Shop zu tun, und zwar die tägliche Gratisbelohnung hier. Die habe ich bereits schon eingefordert, aber ich denke, jeder von euch liebt das. Das Ding ist, ne, man hofft immer auf diese gratis Brawlbox natürlich, ne, weil meistens ist die auch drin, würde ich sagen, aber ab und zu ist ja auch eine andere Belohnung irgendwie drin. Aber soweit ich weiß zumindest, ich habe ja schon Max-Account so, aber auf jeden Fall ist das so eine Sache, die, glaube ich, jeder von uns liebt, Freunde. Man geht in den Shop und kriegt diese gratis Brawlbox eben. Das ist mega nice auf jeden Fall. Und als nächstes haben wir dann auf dem zweiten Punkt tatsächlich auch eine Sache, die wahrscheinlich jeder von euch lieben wird. Und zwar, wenn man endlich, ja, einen Brawler, also man hat zum Beispiel als Lieblingsbrawler Danita, man hat ihn schon so lange gezockt. Und immer war er irgendwie auf Power 6, Power 7, Power 8. Und man hat endlich genug Powerpunkte, nämlich 550 Stück, und kann ihn auf Power 9 upgraden, Freunde. Das ist einfach so ein nices Gefühl, dass man weiß, okay, jetzt macht er wirklich den meisten Schaden und jetzt kann ich auch die Star Power für diesen Brawler ziehen, Leute. Das ist echt richtig, richtig nice. Und ja, da erinnere ich mich auch noch dran. Natürlich ist das jetzt bei mir nicht mehr so, weil ich alle maxed habe, aber das ist wirklich eine Sache gewesen, wo ich mich immer ultra gefreut habe damals, wenn ich endlich Power 9 bei einem Brawler wieder erreicht habe. Ich hoffe, ich denke mal wahrscheinlich, dass es da euch genauso gehen wird, Freunde. Und die nächste Sache ist eine Sache, Leute, die ist einfach zu nice. Ich glaube, niemand von euch erwartet, was jetzt kommen wird. Und ich würde sagen, wir jumpen mal dafür sogar auf einen anderen Account, um euch das am besten zu zeigen, Freunde. So, Freunde, wir sind jetzt auf meinem Power 1 Account. Und ja, ihr fragt euch jetzt so, okay, was will er uns hier zeigen, Freunde? Und zwar zeige ich euch das einfach mal. Es ist nicht, hat nichts mit dem Shop zu tun, aber es ist jetzt einfach Folgendes, okay? Leute, ihr werdet mir safe zustimmen. Einfach dieses Gefühl. Und zwar, let's go. Oh mein Gott, Leute. Oh mein Gott. Einfach nur diese Felder anzuklicken, wenn man so ein, zwei Tage nicht mehr in Brawl Stars online war. Es ist einfach das beste Gefühl ever, Freunde. Diese neuen Ereignisse anzuklicken. Das ist einfach total satisfying. Ich denke mal, ihr werdet schon wissen, was ich meine. Und dann hat man hier eben zwei Brawlboxen am Start. Komm, die öffnen wir auch mal. Vielleicht gehört sie mir höher einfach mal so random einen legendären Brawler. Ne, okay, kann auf jeden Fall passieren. Das ist ja auch mein Power 1 Account. Hier hatten wir jeden Brawler eben auf Power 1 gelassen, Freunde. Auf jeden Fall auch sehr, sehr nice. Und ich würde sagen, wir jumpen mal wieder zurück zu unserem Main Account. Als nächstes haben wir folgenden Punkt. Ihr spielt alle gegen einen. Das ist ja hier auch bald verfügbar. Und ihr werdet der Boss in alle gegen einen, Leute. Das ist einfach dieser beste Moment ever, glaube ich. Also es gibt, glaube ich, keine andere Sache, wo man durch Glück, sage ich mal, so eine nice Sache erleben kann, sage ich mal, in Brawl Stars. Das hört sich jetzt komisch an, aber ich meine, die Chance ist ja irgendwie ein Sechstel oder so, dass man, also der Boss wird irgendwie, also keine Ahnung, ausgerechnet jetzt irgendwie 18% oder sowas in der Art, wenn ich jetzt nicht komplett verrechnet habe, dass man der Boss wird. Und ja, es gibt einfach sowas in keinem anderen Modus, dass man, sage ich mal, mit Glück mega viel Spaß an dem Modus hat. Und ja, das ist in alle gegen einen immer so dieser beste Moment, Freunde. Ich glaube, jeder von euch liebt es, wenn man reingeht und man wird direkt der Boss, Leute. Das ist einfach zu nice. Und als nächstes haben wir, ja, auch einen Punkt, den ich sehr, sehr gerne immer gemacht habe. Und zwar hat der mit dem Trophäenpfad zu tun. Ihr erreicht Meilensteine auf dem Trophäenpfad, Leute. Auch das ist eine Sache, die, glaube ich, jeder Brawl Stars Spieler liebt. Und zwar immer diese Tausender-Schritte, meine ich damit. Den Dynamite beispielsweise oder den Boo und so weiter, Freunde. Und natürlich, ne, 8-Bit und Ems natürlich, ne, da, ich glaube, jeder von euch liebt das, auch solche Meilensteine zu erreichen oder auch die Megaboxen dann natürlich, ne. Natürlich sind die Belohnungen immer noch nicht so gut auf dem Trophäenpfad, aber trotzdem macht es immer Bock, diese Belohnung sich abzuholen.
weil man dann eben so eine kleine Belohnung bekommt, ja, für seine Zeit, die man auf jeden Fall in Brawl Stars gesteckt hat. Dann machen wir mal weiter, Freunde. Ich denke, das nächste ist auch obvious und das hat damit zu tun, Freunde. Und zwar, wenn man aus einer gratis Brawlbox einfach einen Brawler zieht, ja, generell. Ich weiß, das ist das geilste Gefühl wirklich ever. Natürlich, je krasser der Brawler, desto besser. Aber einfach dieses Gefühl, yo, ich habe eine gratis Brawlbox geöffnet, die ich mir gratis eben erspielt habe, um daraus eben einen richtig krassen Brawler zu ziehen. Das ist wirklich ein Gefühl, Leute, das, glaube ich, jeder auch in Brawl Stars liebt. Ich kann leider nichts mehr aus gratis Brawlboxen aktuell ziehen, weil ich alles habe. Aber wenn ein neuer Brawler kommt, Freunde, dann ist das immer das, was ich mache. Ich habe ja aktuell 1100 Brawlboxen wieder. Das ist richtig krass. Und als nächstes, ja, ist auch eine Sache, die, glaube ich, jeder von euch schon gemacht hat. Aktuell habe ich zwar jetzt nicht so einen höchsten Brawler oder so, aber es ist schon oft vorgekommen, dass ich zum Beispiel 8-Bit mal richtig hoch gespielt hatte. So, sagen wir, auf 870 Pokale hatte ich ihn mal, glaube ich. Rang 27. Und ihr nehmt einfach diesen Brawler und dann geht ihr in eine Lobby von euren Freunden oder so und habt diesen einen höchsten Brawler ausgewählt, um zu flexen, Freunde. Jeder von euch hat das schon mal gemacht, glaube ich. Man hat so, vielleicht hat man sogar eine 1000er Shelly schon mal gehabt, wie der Johnny, so ein Mod von mir. Oder ihr habt zum Beispiel 900er Brawler am Start oder so. Und mit diesem Brawler einfach in eine Lobby zu gehen zu seinen Freunden oder wo man auch immer eingeladen wird und dann zu flexen, so, yo, ich habe diesen Brawler, Freunde, das ist auch ein Gefühl, glaube ich, was jeder von euch liebt. Ich kann es auf jeden Fall nachvollziehen. Auch die nächste Sache ist eine Sache, die, glaube ich, jeder liebt. Und zwar 3 Powerplay-Siege, Freunde. Ja, Mann, auf jeden Fall auch bestes Gefühl ever, Alter, sage ich euch. Wenn man wirklich richtig, richtig reinschwitzt und man schafft es wirklich, 3 Siege in Powerplay zu holen. Kommt leider nicht so oft vor, muss man sagen, außer in so 3 vs. 3 Games, das passiert schon. Aber so Dual Showdown, wenn man so 3 Wins holt, Leute, das ist schon sehr satisfying, oder Solo Showdown. Ich glaube, da geht es euch genauso. Das nächste ist auch, wenn man einen neuen Brawler bekommt und ihn das allererste Mal auf 500 Pokale hochspielt. Ne? Das ist natürlich auch mega cool, auch die Star Points Belohnung dann eben dafür bekommt. Ich habe jeden Brawler auf mindestens 500 schon gehabt und ich denke, euch geht es da auf jeden Fall genauso. Leute, ich frage mich eigentlich, warum meine legendären Brawler alle so low sind. Das ist irgendwie komisch, aber so ist das eben, Freunde. Der Nita ist auf jeden Fall hier weit oben, das ist wichtig. Ja, auch eine Sache, die, glaube ich, jeder Brawl Stars Spieler liebt, Freunde. Auch, ja, die nächsten Sachen sind auf jeden Fall sehr interessant. Und zwar sage ich euch einfach nicht, was ich damit meine, sondern ich zeige es euch einfach direkt. Und zwar hat es mit Kopfgeldjagd zu tun, Freunde. Ich glaube, es ist diese Map hier. Oh ja, oh ja. Ihr fragt euch jetzt so, was will er uns zeigen, Freunde? Und jetzt, glaube ich, wissen es die meisten, Freunde. Das ist so satisfying, Alter. Und zwar auf dieser Map mit Boos Star Power zu spielen, Leute. Oh mein Gott, ist das krass. Ihr geht einfach rein und ja, Leute, ich will einfach gar nichts dazu sagen, außer guckt es euch an. Ich glaube, jeder Brawl Stars Spieler liebt es einfach generell, mit Bo auf Maps zu spielen, wo komplett viele Büsche sind, um dann seine Star Power zu zocken, Leute. Alter, das ist das beste Gefühl ever. Wenn man weiß, yo, die Gegner sehen einen nicht, aber ich sehe die Gegner. Ja, das ist richtig geil, auch bei der Wirbelhöhle. Wobei ich echt sagen muss, dass diese Map noch krasser dafür irgendwie ist. Das ist auch eine Sache, die natürlich extrem bockt, glaube ich, die liebt auch jeder Brawl Stars Spieler. Tatsächlich gibt es aber auch eine weitere Sache, die ich euch direkt zeigen will, die wahrscheinlich jeder liebt. Und zwar ist das natürlich, ja, die gute alte Star Power von 8-Bit. Und zwar Extra Leben. Ich glaube, auch jeder mag diese Star Power extrem gerne. Man, ja, stirbt vielleicht irgendwie und dann kommt man auf einmal doch wieder, weil man noch das andere Leben hat. Und das im Showdown beispielsweise, Leute, ist einfach das beste Gefühl ever, ich sag's euch. So, Freunde, der Nita hat mich jetzt auf jeden Fall gekillt, aber ich weiß, okay, ich habe das extra Leben und habe noch eine weitere Chance. Dieses Gefühl einfach beste, Leute. Wirklich muss man ganz ehrlich sagen, ich glaube, jeder von euch mag diese Star Power sehr gerne. Nur gegen diese Star Power zu spielen natürlich wiederum nicht, ja, das ist klar. Dann Punkt Nummer 12, Freunde, ist natürlich auch richtig, richtig obvious, und zwar Glitches. Jeder von euch mag bestimmt Glitches in Brawl Stars. Ich meine, es ist ja klar. Wir sehen ja zum Beispiel den Glitch, wo man mit Daryl oben in das Wasser rollen konnte. Oder auch die Star Power Glitches. Oder sogar richtig krasse Glitches, wo man 13 Minuten 14 Sekunden in Robo Rumble erreichen konnte, ohne sich irgendwie anzustrengen. Leute, das sind einfach zu nice Sachen. Und Glitches mag eigentlich jeder in Brawl Stars. Da kann mir jeder erzählen, was er will. Aber so einen Glitch ausprobieren, das macht immer richtig, richtig Spaß. Und wir haben auf jeden Fall noch auf Platz Nummer, also nicht Platz 13, sondern Punkt Nummer 13, dass man mit Glück der erste Platz in Showdown wird. Damit meine ich, Leute, man ist mit 3 Leuten auf der Map und der Kreis wird auf jeden Fall enger. Und die beiden attackieren sich gegenseitig, man staubt ab und bekommt den ersten Platz zum Beispiel, obwohl man viel weniger Cubes hatte. Das ist auch so ein Gefühl, was auf jeden Fall immer richtig, richtig krass ist und das bockt auf jeden Fall auch. Und wir haben noch 2 weitere Punkte. Auf Punkt Nummer 14 haben wir,
wenn die Lieblingsmap von einem in Showdown kommt. Aktuell haben wir hier sichere Mitte. Das ist jetzt eine Map, die ich nicht persönlich so gerne mag. Aber bei mir ist es immer so, wenn hier eine Map kommt mit Energy Drink, zum Beispiel doppelter Ärger mit Energy Drink, Freunde, das ist für mich so, oh ja, Mann, endlich kommt diese nice Map mit Energy Drinks wieder. Das ist so für mich so das beste Gefühl auch. Ich weiß nicht, ihr könnt mir da bestimmt zustimmen. Ja, was eure Map ist, weiß ich jetzt natürlich nicht, was eure Lieblingsmap ist. Aber auch wenn die Wirbelhöhle kommt, freue ich mich immer sehr. Und auf Punkt Nummer 15 natürlich, Freunde. Ja, es kommt ein Angebot in den Shop und ihr habt genau ausreichend Gems dafür. Oh mein Gott, das ist natürlich das Beste ever. Also aktuell haben wir hier kein krasses Angebot leider, weil ich ja schon alles habe in Brawl Stars. Aber wenn hier zum Beispiel ein legendäres Angebot kommt, 349 Gems oder so, und ihr habt genau 349 Gems oder so 350 Gems, 351 Gems, ihr könnt das genau mit euren Gems dieses krasse Angebot holen. Das ist auch ein mega nices Gefühl, Leute. Kenne ich auf jeden Fall auch noch von damals. Und ja, das waren so die Punkte, Freunde. Ich hoffe, ihr konntet euch natürlich wiederfinden. Lasst aber unbedingt ein Like da und gönnt euch den Hashtag der Lita Neujahresmerch, solange er noch verfügbar ist. Es ist schon ungefähr die Hälfte fast schon weg von den Autogrammkarten, von den 1000 auch. Würde ich sagen, das war's dann für heute mit dem Video und ciao.